Schweden ist ein kleiner Vorgeschmack, wie es hier vielleicht in ein paar Jahren aussehen könnte. Ich hoffe es nicht, aber wir wissen es nicht genau. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib einfach dran. Hallo und herzlich willkommen bei BeFree. Mein Name ist Marvin. Willkommen auf meinem Kanal. Solltest du neu sein, würde ich mich über ein kostenloses Abo und die aktivierte Glocke freuen, damit du kein weiteres Video verpasst. Wir haben einen Bandenkrieg in Schweden. 3 Tote binnen 24 Stunden. Und jetzt soll das Militär mit eingeschaltet werden, damit man gegen diese Bandenkriege vorgeht. Wir gehen einmal in den Artikel rein und danach sprechen wir noch darüber, wie sich das alles in Schweden überhaupt entwickelt hat. Schwedisches Militär soll Bandengewalt bekämpfen. Der schwedische Regierungschef Kristersson will zur Bekämpfung der grassierenden Bandengewalt im Land auch das Militär einsetzen. In welcher Funktion Soldaten der Polizei helfen könnten, soll heute besprochen werden. Angesichts der eskalierenden Bandengewalt in Schweden will Ministerpräsident Ulf Kristersson das Militär des Landes zu Hilfe rufen. Er werde heute mit dem Chef der Streitkräfte und der Polizei sprechen, wie Soldaten den Polizeibeamten bei der Arbeit gegen Verbrecherbanden zur Seite stehen könnten, sagte Kristersson. Also in Deutschland wäre sowas ja gar nicht möglich. Aber dort, ja, haben wir mittlerweile solche Ausnahmesituationen, dass die Regierung sich halt nicht weiter helfen kann, als in Anführungszeichen schwere Geschütze aufzufahren. Es sterben dort jeden Monat Menschen. Und ich bin mal gespannt, ob in dem Artikel noch da weiter drauf eingegangen wird. Da kam gestern auch noch ein Artikel, dass halt 3 Menschen innerhalb von 24 Stunden gestorben sind. Es ist halt echt nicht lustig, ne? Und Bandenkriminalität ist ja auch, das nennt man ja in Deutschland Clankriminalität, ist ja auch in Deutschland ein Thema. Hier wird es aber auch noch schlimmer. Also da könnt ihr euch ganz, ganz sicher sein. Über den Regierungswechsel und so erzähle ich euch nach dem Artikel etwas. Weil das ist ganz, ganz essentiell und wird vielleicht einige Parallelen zu Deutschland zulassen. In welcher Form das Militär eingebunden werden könnte, war zunächst unklar. Es hatte in der Vergangenheit aber unter anderem den Vorschlag gegeben, dass Soldaten Schutzaufgaben von der Polizei übernehmen könnten, damit deren Beamte mehr Zeit für die Verbrechensbekämpfung haben. Schweden hat etwas derartiges noch nie erlebt, sagt Kristersson in einer Fernsehansprache an die Nation. Kein anderes Land in Europa hat etwas derartiges erlebt. In Schweden ist die Bandenkriminalität seit Jahren ein riesiges Problem. Zuletzt hatten die tödlichen Schusswaffenangriffe aber noch einmal drastisch zugenommen. Oft rekrutiere die Bande Minderjährige aus Einwanderervierteln, um die Anschläge auszuführen. Im vergangenen Jahr kamen 60 Menschen durch Schüsse ums Leben. Allein in diesem September gab es 11 Tote, beides Rekordwerte. 2 dieser 11 Toten kamen allein von Mittwoch auf Donnerstag dazu. Ja, es ist halt einfach traurig, ne? Also wenn wir das jetzt so lesen, ist es ja nichts anderes als Kindersoldaten, also Minderjährige, die angeworben werden, ist halt nicht so geil. Am Mittwochabend wurde ein 18-Jähriger in einem Vorort von Stockholm erschossen. Wenige Stunden später wurde ein Mann im Jodbro südlich von Stockholm von Schüssen getötet. Ein weiterer wurde verletzt. Am frühen Donnerstagmorgen kam zudem eine junge Frau bei Explosion in Uppsala ums Leben. Die Explosion beschädigte 5 Häuser und wurde noch 20 Kilometer entfernt registriert. Die Polizei stuft sie als Tötungsdelikt ein. Medienberichten zufolge war die getötete Frau vermutlich nicht das Ziel. Im Zusammenhang mit den Schüssen in Jadbro wurden 4 Menschen festgenommen. 2 Menschen kamen nach Polizeiangaben im Zusammenhang mit der Explosion in Uppsala in Gewahrsam. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, war nicht bekannt. Nach Medienberichten hatten mindestens 2 der 3 Vorfälle mit der Fehde zwischen Verbrecherbanden zu tun. Es ist natürlich jetzt auch immer die Frage, was für Verbrecherbanden sind das? Das Familie Müller und Familie Meier, wenn man es jetzt auf Deutschland beziehen würde. Ja, was für Leute sind das? Weil wir haben ja jetzt gelesen, sie rekrutieren Kinder aus Einwanderervierteln. Ja, es liegt der Gedanke nahe, dass das vielleicht auch Einwandererbanden sind. Darauf wird ja aber nicht genauer eingegangen. Vielleicht kommt da ja noch was zu. Die Gewalt wird Berichten zufolge durch eine Fehde um Drogen und Waffen zwischen 2 Banden angeheizt, die von einem türkisch-schwedischen Staatsbürger, der in der Türkei lebt, und einem früheren Komplizen angeführt werden. Aha, also haben wir hier einen türkisch-schwedischen Staatsbürger, der quasi da die Strippen zieht. Also
gehen wir erstmal davon aus, es handelt sich um Fachkräfte. Justizminister Gunnar Strömer sprach von einer zutiefst tragischen Entwicklung. Ich verstehe, dass die Menschen Wut, Angst und Traurigkeit empfinden, sagt er dem Sender TV4. Christasson, Mitte-Rechtsregierung, hatte im vergangenen Jahr ihr Amt mit dem Versprechen angetreten, einen harten Kurs in Sachen Bandenkriminalität zu fahren. Er warf der linken Vorgängerregierung vor, mit ihrer verantwortungslosen Migrationspolitik und gescheiterten Integration für das Land verantwortlich zu sein. Aber auch Christassons Regierung bekam die Lage bisher nicht in den Griff. Er kündigte am Donnerstag an, auch das Strafgesetz zu ändern, damit die Polizei mehr Rechte bekomme, Verbrecher längere Haftstrafen ableisten müssen und Zeugen mehr Schutz erhielten. Die schwedischen Gesetze sind nicht ausgelegt für Bandenkriminalität und Kindersoldaten, sagte er. So, und wenn wir uns jetzt den Artikel angeguckt haben, dann überlegen wir uns mal, was davon ist auch in Deutschland. Also wir haben in Deutschland auch Bandenkriminalität, wir haben eine verantwortungslose Migrationspolitik und gescheiterte Integration. Es sieht aktuell alles so aus und wir haben natürlich auch eine relativ linke Regierung. Das ist alles ein Riesenproblem. In Schweden gab es halt auch No-Go-Areas eine ganze Zeit lang. Und wenn man sich jetzt einmal Regierungen anguckt, wir hatten von 3. Oktober 2014 bis zum 9. Juli 2021 eine mit Sozial-, also SPD quasi geführte Regierung. Die wurde dann abgelöst durch eine Minderheitenregierung, auch SPD geführt. Und erst 2022 kam dann der Umschwung zu einer deutlich konservativeren Partei. Und ja, 4 Wahlperioden, also von 2014 bis 2021 an, haben wir Sozialdemokraten, die das Land deutlich vor die Wand gefahren haben. 2015 war ja die besondere Flüchtlingswelle, wo Schweden auch extrem viele Leute aufgenommen hat. Die Folgen davon, die sieht man jetzt in Schweden auf der Straße. Und in Deutschland machen wir ja die ganze Zeit so weiter. Und wenn man sich überlegt, wenn diese Sachen so extrem lang nachhallen, ja, was glaubt ihr, was wir in Deutschland hier für einen Spaß kriegen? Also ich glaube, dass 2030 hier immer noch Rambazamba ist. Aber das ist ja alles gewollt, politisch. Überlegt euch genau, was ihr machen wollt, was ihr wählen wollt. Wollt ihr noch mehr Kriminalität? Wollt ihr, dass sich die Situation etwas verbessert? Weil ich kann mir vorstellen, dass es beispielsweise bei der nächsten Bundestagswahl noch nicht zu einer Mehrheit oder zu einer Koalition mit der AfD kommen wird. Dann gehen nochmal 4 Jahre ins Land. Und dann ist hier richtig die Kacke am Dampfen. Dann realisieren auch relativ viele Leute, was die Regierung so macht, ist vielleicht gar nicht so geil. Also die Ampel ist ja jetzt schon unten durch. Was jetzt als nächstes kommt, weiß man nicht. Und wenn dann beispielsweise in 6 Jahren die AfD mit, keine Ahnung, 45% gewählt wird, ist sie drin so ungefähr, werden die dafür sorgen, dass vernünftig aussortiert wird, dass halt Leute, die nichts in Deutschland verloren haben, dem Lande verwiesen werden, beispielsweise. Aber das wird dann so sein, wie, glaube ich, in Schweden bei der Regierung. Die werden halt erstmal nicht viel machen können, weil wenn das ganze Land brennt und die Kriminalität komplett eskaliert, dann muss man halt klein anfangen. Und wenn die ganze Zeit nichts gemacht wird in diesem Bereich, ja, dann hat man da einen riesen Müllhaufen an Arbeit, der halt erledigt werden muss. Und dann kann halt eine Partei, die in der Regierung ist, halt anfangen. Aber sie wird nicht von heute auf morgen alles ändern können. Das ist ein Prozess. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir den Prozess von Schweden nicht durchlaufen. Aber ich glaube, wir sind da volle Lotte drin. Und ich hoffe, dass die Regierung auch endlich mal zur Vernunft kommt, was ich nicht glaube, das muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auch wenn du nicht Wähler sein solltest, überzeug da nicht Wähler, weil du sagst, es macht halt überhaupt keinen Sinn, wählen zu gehen. Was hast du denn für eine Wahl? Du gehst nicht wählen, es wird sich definitiv nichts ändern. Also geh doch zur Wahl und wähl das, was du denkst, was die Regierung oder was du dem Establishment oder was auch immer,
was die als aller schlechtestes sehen würde, was die am allermeisten ärgern würde, dann wählst du beispielsweise eine Partei oder auch eine Partei, die dich vertritt inhaltlich, dann hast du einmal die Möglichkeit, dies zu tun. Und wenn du es halt nicht machen würdest, es interessiert halt keinen. Wenn eine Wahlbeteiligung von 20% haben würde, glaubt ihr ernsthaft, da wird sich irgendwas ändern? Da wird sich überhaupt nichts ändern. Also nutze das einzige demokratische Mittel, was du hast, und geh wählen. In Schweden hat man auch lange nicht geglaubt, dass die Rechten irgendwie an die Macht kommen würden. Wenn genug Leute etwas möchten, dann wird das auch durchgesetzt. Und in Deutschland waren ja jetzt auch wieder Umfragen, dass über 80% die Migrationspolitik eine Katastrophe finden. Oder die Asylpolitik, besser gesagt. Und es ist halt ein absoluter Umschwung in Deutschland. Der wird von der Politik überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Hier unser lieber Herr Merz, der versucht ja da wieder konservative Politik zu machen für die CDU. Aber die CDU steckt ja in einem riesen Dilemma. Die sagt halt irgendwas, was Konservatives, was halt zur CDU passen würde. Dann kriegt sie irgendwie einen auf den Sack, medial. Und dann rudern sie wieder zurück. Ja, oh Wunder, CDU, warum die konservativen Wähler euch nicht vertrauen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.